Festkurzzeiten so, ne? Ich bin auf jeden Fall mit ein paar Leuten am Reden und das Thema, ob ich jetzt wieder, wann ich wieder nach Deutschland komme und wann, wie, wo, was. Ich habe da, das habe ich ja schon in den anderen, ist ja kein großes Geheimnis mehr. Ich habe da was geplant. Der Plan ist jetzt ein bisschen größer geworden, weil ich jetzt doch noch mehr Städte dazu nehmen will und noch mehr Sessions dazu reinplanen will. Und vielleicht ist irgendjemand auch von euch dabei oder whatever, so weißt du, an Veranstaltungen und von Leuten, die Ahnung von Kalkulationen und von so haben. Wenn ihr Interesse auf sowas habt, ne? Dicke Show zu machen mit einem Kampfevent, mit einer Book, so Vorführung, ein bisschen was vorlesen, unterschreiben oder whatever, weißt du, was halt verlangt wird. Dass wir das dann irgendwie alles so ein bisschen so geregelt, so organisiert bekommen. So, ne? Also da, ich stehe da auf jeden Fall für offen. Berlin sieht ganz gut aus, da habe ich jemanden, der das ne, in Berlin sowieso alle Beef geil, Drama geil, was auch immer. Aber für Düsseldorf und für Hamburg stehen wir auf jeden Fall noch zur Verfügung und wer da Interesse hat oder Bock hat, ne, einfach melden. Wir quatschen das durch und sehen, ob es Sinn macht für alle Parteien und dann, yeah, man, let's do it. Es geht das Money, es geht das Work. Also bei dir, Chanel, du kommst auf jeden Fall nach Deutschland, koste was Ja. wolle, und Ja. die Tour machst du, Ja. und Doku hat mir gesprochen, musst du machen. Ja, Musst du Mann, auf jeden Fall machen, Digga. das ist ein Muss, ja. Das muss Buch sein. kommt. Ja. Ey, und außerdem, die meisten heutzutage können nicht mehr lesen und schreiben. Also, du Da hast musst du auf recht. jeden Fall Videos Da machen. hast du recht. Ja. Deswegen, auf jeden Fall. Hörbuch. Hörbuch, ja. Hörbuch Hörbuch, auf jeden ja. Ich würde Fall, es ja, alles Mann. geben. Ich würde es alles geben. Auf jeden Fall. Ja, Wir kommen gibt's nochmal, weißt eine. du? Es wird, wer zuletzt lacht, der lacht immer am besten. Und ich habe bis jetzt Okay. noch gar nicht richtig lachen können. Noch nie richtig. Und Ja, Mann. jetzt, man spürt so, weißt du, jetzt passieren Dinge. Das Universum packt langsam alle die Schlüsselfiguren und die ganzen Punkte zusammen, die gepackt werden müssen, um so ein richtig schönes Bild zu kreieren. So mein Bild, weißt du? Und das ist das, woran ich jetzt ganz hart arbeite. Wie gesagt, das Buch steht gerade an. Sobald sich die Studiosituation ein bisschen ändert und so, werde ich auch versuchen, wieder mehr, ne, dieses ganze Rap-Show und so, weil es ist in mir noch. Ich habe noch viel, da ist noch viel drin. Kann man viel machen, viel rausgekitzelt werden. Sehr Und ich stark. freue mich auf die Zukunft, Alter. Freue mich auf alle Projekte, die jetzt noch kommen und was ich auch zusammen mit meinem Bruder so angehen werde. Auf das sind Sachen, worauf ich mich persönlich auch nochmal. Das ist für mich so ein persönlicher Erfolg, Ja. so weißt du? Ja, Mann. So, yeah, Genauso, ich man. genauso, Ja, Bruder, kann ich nur sagen. Mann. Ja. Und Seid gespannt, ich seid gespannt. Wie gesagt, 20th Anniversary von The Force, da wird richtig gefeiert dafür, so. Ne, ja, Mann. Macht euch gefasst auf jeden Fall, ne? Und ne, für alle, die Vinyls und CDs und T-Shirts oder sonst was wollen, so und das, ne, wir sind da am Gucken. Da wird auch was kommen. Oh ja. So, ne? Wir, The whole nine, Alter. das könnt ihr auch, ja. Und Tabak auch. Shisha-Tabak. Shisha-Tabak, ja, Mann. Bist du auch im Business rein? Sehr stark. Ja. Aber ja, wie gesagt. Nee, tschüss. Danke dir. Du bist echt ein Korrekter. War echt cool, mit dir zu reden. Hat echt Spaß gemacht. Kam mir gar nicht wie so ein, Absolut. kam mir wie so ein cooles Gespräch einfach vor unter Leuten, die sich so, weißt du, was Cooles bereden. Guck mal, Ja, also bei genau. mir, So muss es so, sein. ich habe mir vorgenommen, ich will eigentlich so, egal wer zu Gast ist, so, das ist so, ich möchte einfach diese Person gar keine B-Fragen stellen. Einfach, er Cool. soll, also man soll die Person verstehen, man soll verstehen, warum ist die Person zum Beispiel aggressiv oder warum ist die Person so und so. Und Ja, das ist so eine du scheinst Licht Plattform. auf andere. Ja. Genau, ich will gar nicht, dass so, weißt du, ich lese mir aber auch vorher die Kommentare durch. Zum Beispiel, ey, XY schreibt, warum ist jetzt zum Beispiel, deswegen war für mich eine wichtige, war es wichtig, dass man dich in einem anderen Licht zeigt, weil immer schreiben Leute, ey, warum ist Chanel ein Rassist oder warum ist Chanel so, warum ist Chanel geflohen? Und mir war wichtig, heute zeige ich den Leuten und du beantwortest einfach diese Fragen. Geil. Und Du machst deine Sache echt gut. danke dir, Mann. Danke, Ich danke. wünsche dir auch echt viel Erfolg in der Zukunft und so, dass du auch bei den anderen Leuten, die du interviewst und so, dass das, weil du hast eine coole Art, weißt du, das ist eine entspannte Art und es kommt cool rüber und man unterhält sich gerne mit dir. Es kommt nicht ein vor, also mir Ja. kam es jetzt nicht vor, als ob ich mich jetzt irgendwie rechtfertige und wie gesagt, der Move, dass du überhaupt die Fragen schon vorher, ich weiß jetzt nicht, ob du die alle gestellt hast, aber dass du die schon vorher rausgeschickt hast, damit punktest du bei vielen Leuten, weil viele Rapper und Leute generell, die haben Angst und die wollen nicht vom Kopf gestoßen werden mit irgendwelchen Fragen. Und Genau, aber das will das ich auch persönlich gar nicht. Ich will gar geil. nicht, dass die Person so, Geil. weißt du, so, also
so Bildzeitung-mäßig so Fragen Ja. stelle, damit ich den in Scheiße reite. Will ich gar nicht. Ja. Ich will, dass du dich gut präsentierst und Ja. genau, dich auch, guck mal, manchmal ist das ja auch so, weißt du, du stellst eine Frage und das kommt so plötzlich, so, du weißt ja gar nicht, was du antworten sollst, so, Ja, dass man sich ja. so mal ein bisschen so im Kopf durchgegangen ist, ey, das kann ich darauf antworten, so. Ja, Weil ja. meistens ist das ja so, dass wenn du rausgehst, die dann so in den Kopf kommt, boah, ey, das hätte ich noch sagen können, das hätte ich noch sagen können. Ja. So eine deutsche Momente kenne ich von früher noch, ja. Ja, Ja, ja. genau. Nee, aber das Gefühl habe Aber. ich überhaupt gar nicht. Obwohl wir tausendmal unterbrochen worden sind und so, aber irgendwie haben wir alles echt so ganz gut abgerundet und so. Na Aber wie klar du gibt es immer sagst, so, Sachen ne? und Fragen noch, aber wie gesagt, mein Buch ist in der Bearbeitung und viele Sachen, die auch vor allem Geschichten, die ich hier drüben erlebt habe. Ihr wisst, man mehr weiß. Ihr wisst, er hat mich am Telefon manchmal, ich heul ihn so voll und bin so sauer und erzähl ihn so, und er beruhigt mich dann immer. Ja. Aber ihr müsst auch wissen, Ich was hier sage drüben. ihm immer, Ja. Let him chill, live. let Nee, für die him ganzen live. Einzelheiten, die ich hier, ne, seitdem ich auch hier drüben bin, weil hier sind auch schon wieder Sachen, Alter, weißt du das? Und das will ich einfach, dass die Leute einfach den Struggle erkennen und trotzdem sehen, dass man innerhalb seines Möglichen noch trotzdem, weißt du, ein guter Mensch bleibt, für gute Dinge sich einsetzt. Und manche Leute müssen vom Kopf gestoßen werden. Natürlich kommt es manchmal ein bisschen hart rüber oder so. Aber wie gesagt, es ist immer irgendwo mit Love verbunden, weißt du? Weil im Endeffekt ist man hier zur Aufklärung. Man will Leute. Ich bin Indigo. Ich liebe es, Leute vom Kopf zu hauen. Und wenn ich sie erstmal ganz doll erschrecken muss und erstmal ihre ganze Welt innerlich, weißt du, ihr Weltbild, wie auch immer, kaputt machen muss, ich stehe aber auch gerne zur Verfügung, um das dann wieder aufzubauen und um da für Klarheiten zu sorgen und für eine bessere Frequenz danach. So, weißt du, es geht nicht immer alles nur um Dissen und jemand fertig machen und so. Viele Sachen sind einfach auch strategisch, weißt du? Man spricht bestimmte Dinge an, erwartet bestimmte Dinge zurück und daraus muss man dann die Sache machen. Und im Endeffekt geht es eigentlich immer nur darum, ey, pass auf, wir sind alle Männer, wir können uns gerne mal beulen, wir können uns gerne das und das und das. Solange wir am Tisch uns zusammensetzen danach und für eine bessere Sache, für einen höheren Sinn kämpfen, kulturell gesehen, religiös, also spirituell gesehen, kulturell gesehen, menschlich gesehen. Und wenn das passieren kann und das auch noch unter verschiedenen Ethnikgruppen, because, wie gesagt, es ist nirgendwo so doll wie als in Deutschland, dieses Rassisten, komische Hip-Hop-Kultur, wir sind hier, ihr seid da, ich kann euch nicht hören, weil wir nicht im selben Dorf und like, fuck all that shit, man. Rap soll uns zusammenbringen. Das ist eigentlich das, was ich von Ja, Mann. vornherein vorhatte und bis heute noch irgendwie, weißt du? Aber das ist ja auch So. eigentlich, was Hip-Hop oder Rap ausmacht, ne? There you go. Zusammenhalten, zusammen sein. Ja, einen. Ja, aber. Yeah, peace out, mein Bruder Manny, der ist hier in den Kommentaren. A real one. Through God. Ja, Mann. Echter, echter. Blue. Disregard. Ja, Mann. Tschüss, wann immer du bist einer der wenigen, wirklich, wann immer du was von mir wissen willst oder von meinem Bruder oder so, hau uns an. Und ich bin auch der Meinung, so, weißt du, so, bevor wir mit irgendjemand irgendwas reden in der Zukunft oder so, bin ich der Meinung, Leute wie du sollten als allererstes immer die Info Ich haben. danke dir. Ich danke dir Ja, von Herzen auf jeden auf jeden Fall. Fall, Bruder. Und Auf jeden Fall. lass uns das auf jeden Fall auf einer anderen Plattform wiederholen. So, ich Immer habe gerne. gesehen, so in den Kommentaren, die Leute interessiert es. Nur jetzt hier Instagram baut Scheiße. Aber wir finden schon auf jeden Fall eine Lösung Werden wir, dafür. Und dann auf können jeden wir Fall. das gerne wiederholen. Auf jeden Fall, Mann. Und Ja, danke, Mann. Dann danke wünsche ich nochmal, euch dass hier. ihr die Zeit genommen habt. So, es war mir eine Ehre. Gerne, Eine Bruder, gerne. Riesenehre auf jeden Fall. Okay, Chanel ist wieder raus, glaube ich. Also. Und dir auch auf jeden Fall vielen, vielen Dank, so dass du dir die Zeit genommen hast. Das war mir auch eine Ehre. Und ich hatte dir angeboten, dass wir vielleicht öfter reden, so über aktuelle Themen. Bedenkt, also denkt drüber nach. Mich würde es freuen, so. Wäre mir absolute Ehre. Aber ich weiß, ihr seid auch viel beschäftigte Männer. Und jederzeit, wenn irgendwas ist, einfach anrufen. Meine Nummer hast du. Ganz easy. Normal, normal, machen wir, Bruder, machen wir. Sehr, sehr schönes Interview auf jeden Fall, Vielen, vielen ne? Dank. Und Dankeschön. ja, Mann, wie gesagt, wie Chanel auch schon meinte, viel Erfolg, Bruder, und wir sind connected auf jeden Fall jetzt, ne? Absolut, absolut. Ja, Mann. So. Okay, Ja, Dankeschön Mann. nochmal, ja, für alles. Salut, Das Mann, ist schönen alles. Abend dir, ja, Okay, Mann. ebenso. Mach's gut. Au Ciao, revoir. ciao. Peace.